Dramatische Erkenntnisse bahnen sich auf der Gynäkologie an. Einmal die Frau Linsmeier hatte einen Blasensprung. Ja. Und genau, hat jetzt natürlich schon leichte Wehen. Brauche ich einen Mutterpass? Mutterpass und Mann, gibt's den auch? Ja. Muss man den auch haben? Ich guck mal, ob der schon da ist, ja? Die Frau Linsmeier kannten wir schon durch die Kreißsaalbesichtigung im Vorfeld mit ihrem Mann, kam sie vorbei. Das war eigentlich soweit eine sehr harmonische Beziehung. Viel erschreckender war, was sich dann im Nachhinein feststellte. Robert? Geht schon los? Ja, es geht los. Okay. Eine Minute noch, ja? Ja. Ich habe ein wenig das Telefonat von dem Herrn Linsmeier mitbekommen. Ja, und das, was ich mitbekommen habe, ist eigentlich die größte Horrorvorstellung einer jeden Frau. Sie liegt in den Wehen, er macht einer anderen Frau ein Liebesgeständnis. Also, schlimmer geht's nicht. Okay. Wie weit geht's? Entschuldigung. Oh Gott, tut mir leid. Lassen Sie alles liegen. Nee, liegen lassen am besten. Vielleicht setzen Sie sich mal einen Moment hier drauf. Warum bist du denn so nervös? Ach, es ist alles setzen Sie in Ordnung. Sich mal hin. Ist, glaube ich, ein bisschen besser. Alles gut. Ja. Okay. Ich bin nur aufgeregt. Gleich haben wir noch eine Patientin hier, ha? So, also, mittlerweile weiß ich, dass das das zweite Kind ist, dass sie am Termin sind, das erste per Kaiserschnitt, das ein Blasensprung war. Wir haben uns schon miteinander unterhalten, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, wie der Muttermund ist. Sollte dieser bereits weit geöffnet sein, könnte das Baby jede Minute auf die Welt kommen. Bald zweifach Mama Thea fiebert der Geburt regelrecht entgegen und ahnt nicht, dass Freundin und Patentante Caroline ein Telefonat belauscht hat, das nicht für ihre Ohren bestimmt war. Muttermund ist 7 cm, so weit. Das Köpfchen drückt. Das Köpfchen drückt, ist auch ganz unten, also vor das Köpfchen kommt keine Nabelschnur mehr. Mhm. Das heißt, wir sind schon mittendrin in der Entbindung und Sie sind ein Fall für den Kreißsaal. Okay. Ja, dafür lacht sie eigentlich noch ganz gut. Ne? Sie macht das ganz entspannt. Tapfer. Ne? Als Geburtshelfer oder als erfahrener Geburtshelfer sollte man wissen, dass man den Tag nicht vor dem Abend loben sollte. Und genau die Information aus dem Mutterpass, dass es Zustand nach Kaiserschnitt war, sollte noch uns zu einem Riesenproblem werden und auch noch eine Notsituation hervorrufen. Ich würde dir sagen, dass ich wirklich immer für dich da bin. Wie? Dass du das weißt. Wie kommst du jetzt darauf? Ich möchte einfach nur, dass du das weißt. Das weiß ich. Du warst ja auch schon bei der ersten Geburt dabei. Mhm. So, ich sehe einen Mann, wahrscheinlich der Vater. Das hat etwas länger gedauert. Da bin ich. So, kann direkt losgehen. Die Hebamme weiß Bescheid, dass wir kommen. Auch der Vater ist gefunden worden. Der mutmaßliche Ehebrecher lässt sich nichts anmerken, was Caroline einmal mehr schockiert. Und es kommt noch schlimmer. Denn bevor sich die 34-Jährige überlegen kann, wie sie mit der Untreue von Theas Mann umgehen soll, muss sie sogar um das Leben ihrer Freundin bangen. Weiter, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Prima, ja, super. Ein Junge. Ja, unser Ben. Ihr Ben, ich hab ihn schon, den Ben. Oh, herzig. Prima. Super, ja, Mama kriegt es auch gleich zu sehen. Super. Oh, guck mal. Süß, ne? So, Mutter muss noch ein bisschen arbeiten. Ja. Papa darf schon ganz entspannt. So, alles gut. Schön festhalten. Ne? Wir müssen uns jetzt auch noch mal. So. Hallo. Bei Frau Linsmeier lief alles problemlos, vorbildmäßig. Sie landete im Kreißsaal. Ganz easy ging die Sache voran, bis es dann plötzlich akut wurde und es wirklich von Knall auf Fall dramatisch wurde. Frau Linsmeier, nicht erschrecken. Ich gucke jetzt mal, ob die Plazenta sich schon ein bisschen löst, ja? Ja. Anja, du sagst nichts. Fängt gerade richtig an zu bluten. Alles klar, okay. Kommen Sie mal runter. Frau Linsmeier. Okay. Mal eben hier auf das Bett. Jetzt einmal aufs Bett. Kommen Sie einmal aufs Bett. Schön vorsichtig. Einmal die Laborwerte. Anna, bleib mal hier, nimm mal ein Telefon in die Hand. Moment. Kannst du mal CTG abmachen? Was ist los?
Wenn das Kind geboren ist, ist die Geburt noch lange nicht vorbei, denn da fehlt ja natürlich noch die Plazenta, der Mutterkuchen. Der muss auch noch geboren werden, da hat man ein bisschen Zeit, bis das kommt. Aber bei der Frau Linsmeier war es dann doch ein bisschen hektisch, weil ich gemerkt habe, dass sie anfängt zu bluten, aber die Plazenta war von der Gebärmutterwand noch nicht gelöst. Und da muss man dann wirklich handeln, weil das ist dann wirklich eine Gefahr. Was ist los? Die Plazenta scheint sich nicht zu lösen und es blutet gerade ziemlich. Ich muss jetzt erstmal rausfinden, warum das so ist. Ja. Na, die Frau Doktor untersucht sie einmal kurz. Ich drücke einmal von oben, ne? Bitte nicht wundern. Ich drücke jetzt mal ganz fest in den Bauch. Merkst du was? Anna, die Liege. Kommt nicht, ne? Kommt nicht. Nee, die ist auch die. Der Uterus kontrahiert auch gar nicht. Ne? Ab über den Rücken. Nee, Moment, ganz kurz. Ich erkläre es Ihnen. Okay. Also, Sie hatten bei der ersten Entbindung einen Kaiserschnitt. Und da klemmt jetzt die Nachgeburt. Die ist da so ein bisschen, naja, fast wie angewachsen. Und das blutet uns zu viel. Und das wird jetzt noch schneller und immer heftiger mit der Blutung. Das müssen wir in Narkose im OP lösen. Ja? Okay, ja. Na? Noch wo es ganz gesittet zugeht, ja? Das heißt, für Sie geht es jetzt ganz schnell ab in den OP und die Hebamme erklärt Ihnen weiter. Ne? Okay, ne? Ja, ich stelle schon einmal rüber. Im schlimmsten Fall, die Plazenta kommt nicht, die Blutung wird immer schlimmer. Man muss sich das fast so vorstellen, als ob man einen Wasserhahn aufdreht. Und das ist natürlich eine lebensbedrohende Situation für die Mutter, die natürlich auch versterben kann. Wir müssen jetzt ein bisschen schnell sein, wegen der Bluterei, ne? Wir sind jetzt mal ganz schnell weg. Oh Gott! Was ist hier los, Robert? Warum musst du die weg? Wie geht's dem Kind? Die Frau Lindner hat gerade das Problem, dass sich die Plazenta nicht von alleine löst. Und sie blutet halt gerade ziemlich stark. Und jetzt müssen wir die Blutung stoppen und die Plazenta manuell holen. Du brauchst doch gar nicht so tun, als würde ich das hier mitnehmen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Stopp, jetzt kommen Sie mal runter. Wir sind hier im Kreissaal. Wir kümmern uns jetzt erstmal um das Kind, okay? Irgendwelche Probleme können wir danach klären. Ich muss raus. Ich muss mal in die Luft. Geht's Ihnen gut? Ja, alles okay? Soll ich Ihnen das Kind mal kurz abnehmen? Ja, vielleicht. So, ich würde vorschlagen, ich mache jetzt einmal die U1. Das ist die erste Untersuchung nach der Geburt. Gehen wir rüber an den Wickeltisch. Okay. Wenn es Ihnen nicht gut geht, können Sie auch gerne hinsetzen. Ich konnte die Reaktion von der Freundin, von der Frau Linsmeier, erstmal überhaupt nicht verstehen. Ich wusste gar nicht, worum es ging. Und als ich dann später erfahren habe, warum sie sich so aufgeregt hat, naja, dann konnte ich ihre Reaktion schon noch nachvollziehen. Während sich die Hebamme um Baby Ben kümmert, kämpfen die Ärzte im OP um das Leben der Mutter. Mit Erfolg. Alle Blutungen werden gestillt und wenige Stunden später ist die frisch gebackene Zweifachmama besuchsbereit. Patentante Caroline wiederum hat sich entschieden, Robert auffliegen zu lassen. Doch auf die 34-Jährige wartet eine weitere Überraschung. Es tut mir leid, aber ich muss einfach jetzt was loswerden. Das beschäftigt mich schon die ganze Zeit. Warte mal. Robert hat mir schon erzählt, was eben los war. Ich muss dir das sagen. Ich habe mich das aber nicht richtig getraut. Robert und ich sind schon länger getrennt und... Wie? Aber was ist mit Ben? Ja, das... Und Emil? Wir haben uns getrennt und dann haben wir erfahren, dass ich schwanger bin. Und das kam nicht für uns nicht in Frage abzutreiben. Und genau. Robert hat auch schon eine neue Freundin, Christine. Ja, ich habe das Telefonat gehört und ich wusste überhaupt nicht... Das war alles schon abgestimmt mit Thea und wir haben uns dazu entschieden, Ben zu gebären und zu sorgen, zusammen zu sorgen, dass er aufwächst. Eltern für beide Kinder bleiben, aber als Ehepaar, das funktioniert leider nicht mehr. Das geht nicht. Ich meine, du weißt das doch als meine beste Freundin. Ich bin ein Scheidungskind und wie schlimm das für mich war, das könnt ihr doch euren Kindern nicht antun. Ich bin die Patentante und... Deswegen haben wir dir auch erstmal nichts gesagt und wir finden es aber so ganz gut, wie es ist, weil wir verstehen uns jetzt super. Die Kinder kommen damit... Genau. Emil kommt damit super klar, er mag die neue Freundin auch und wenn wir noch zusammen wären, wir würden es nur streiten. Das wäre viel, viel schlimmer für die Kinder als so wie es jetzt ist. Die Nachricht, dass Frau Linsmeier und ihr Mann sich getrennt haben, war natürlich ein großer Schock, auch für die Freundin, die wusste davon noch gar nichts. Aber ja, ich habe dann auch wirklich selbst drüber nachgedacht,
was letztendlich besser ist, ob es für das Wohl der Kinder besser ist, streitende Eltern zu haben oder wirklich den Weg zu gehen, sich zu trennen und eher das, auf das Wohl der Kinder zu achten. Na, frisch gebackene Eltern, ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Danke. So, sie ist auch wieder wach. Ja, war ein bisschen Aufregung. Ja, du machst die Tür zu. War ein bisschen Aufregung vorhin, ne? Muss man ja zumindest mal ein Wort zu sagen. Das erste Kind war ein Kaiserschnitt. War ist ja der Bauch sozusagen aufgemacht worden, auch die Gebärmutter, da hat es eine Narbe gegeben. Und Ben hat gemeint, mit seiner Nachgeburt, sprich Plazenta, genau über diese Stelle zu wachsen, also diese Plazenta, die ist dann da so fest verbacken, dass wir sie nicht rausbekommen haben, beziehungsweise nicht richtig rausbekommen haben, ist ein Stück drin geblieben, aber das kann ja nun nicht bleiben. Und das Schlimme an der Sache ist, dass es dann unglaublich blutet und die Blutung wird nicht besser und immer schlimmer und ihnen geht es immer schlechter. Mhm. Und deswegen mussten wir da mal ein bisschen Gas machen und deswegen so ohne viele Worte ab in den OP und dann wurde alles wieder in Ordnung gebracht. Auf gut Deutsch alles fein und sie dürfen auch je nach Blutwerten unsere gastliche Stätte bald verlassen, wenn sie sich gut fühlen. Ich denke so ein, zwei Tage, alles ist gut. Ich bin dann zur Visite ins Zimmer gegangen, um eben halt nochmal zu erläutern, was wir überhaupt gemacht haben, wie es gelaufen ist. Ich meine, in der Akutsituation kann man keine großen Reden schwingen. Da mussten wir sehen, dass wir die Situation unter Kontrolle bekamen. Ja, da hatte ich so mit meinen guten Nachrichten so den Eindruck, ich stoße auf schlechte Stimmung. Irgendwas schien da unter der Freundin, Tante, Mann, Frau, da war irgendwie Spannung im Raum. Ich hoffe, das klärt sich natürlich, vor allen Dingen, wenn man das süße Baby sieht. Ja, dann alles Gute für die Familie, ne? Bis gleich, ne? Ja, bis gleich. Der Schock ist tief, ne? Ja. Alles gut gegangen? Also, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich bin jetzt geschockt, aber ich wollte es dir einen ruhigen Moment erzählen, nicht am Telefon. Und den Moment war aber noch nicht, hatten wir noch nicht bis jetzt, genau. Deswegen, es tut mir sehr leid, dass ich dich da auch angelogen habe, aber ich habe mir schon gedacht, wie du reagierst. Und wir hoffen auf dein Verständnis irgendwann zu unserer Entscheidung und... Ich meine, es ist ja schon länger so. Ja. Ich habe das ja jetzt schon länger so hinbekommen, sag ich mal. Und Ben und Emil geht's ja auch gut. Vielleicht muss ich da meine Denkweise einfach ein bisschen ändern. Und... ja, wir versuchen es. Ich bin trotzdem immer noch für euch da und freue mich jetzt auch, dass es dir und dem Baby gut geht. Danke dir. Nach 5 Tagen Klinikaufenthalt durften der kleine Ben und seine Mama heim. Patentante Caroline kann die Trennung ihrer Freunde inzwischen nachvollziehen und hilft, wo sie kann. Trotz Scheidung sind Thea und Robert ein großartiges Elternteam.